Sven, die Trennung der Simpsons. Hast du es schon verkraftet oder hast du daran noch zu knabbern? Also man kann es sich noch gar nicht vorstellen. Das ist wie das größte Comic-Pärchen, das größte Comic-Paar da auseinanderkommt. Das ist ungefähr so, als wenn der Willi die Biene Maya fragt, ob sie mit ihm gehen oder fliegen will. Und die Maya sagt dann, nee, du, also mit jemandem, der einen Sprachfehler hat und der schielt, mit dem habe ich keinen Bock zusammen zu sein. Ne? Also wenn Susi und Strolch die Spaghetti abbeißt. Und sagt so, durch finde ich jetzt doof. Das ist wahrscheinlich noch gar nicht abzusehen, wie weit das noch gehen wird. Aber ich glaube, dass es spannend erzählt wird. Und man wird ja auch sehen, ob Bart es schafft, sich morgens die Cornflakes selber mal zu machen. Ja, ich glaube aber, ganz ehrlich, ich kann dich beruhigen. Also ich bin mir relativ sicher, dass es bei dieser Trennung nicht bleiben wird. Denn es ist ja nicht die erste Trennung der beiden. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das durch eine ganze Staffel zieht. Was vielleicht ganz spannend ist bei, ich glaube jetzt, fast 600 Folgen, dass man einfach mal gucken muss, ist der überhaupt überlebensfähig, ja. Alleine? Und ich glaube, genau daran hängt es, Homer ist alleine nicht lebensfähig. Wir wissen ja genau, die einzige Affäre, die er bis jetzt wirklich hatte, die ernsthaft war, war die mit einem Dönerspieß, wo er sich mit dem Dönerspieß im Bett rollte. Da war Marge auch kurz sehr eifersüchtig, aber trotz alledem sind die beiden ja wieder zusammengekommen. Und Marge hatte ja immer ein großes Angebot an Verehrern, zu denen sie hätte jederzeit gehen können. Ich meine Artie Ziff, der Milliardär, und auch Mo gräbt ja ständig an ihr rum, aber das sollte sie lieber vernachlässigen. Also ich denke, die beiden haben sich immer wieder zusammengerauft. Dönerspieß ist natürlich ganz gut. Der Homer hat ja ein Herz aus geschmolzenem Fett. Deswegen ist es passt da vielleicht sogar besser zu einem Dönerspieß als zu Marge. Ne? Wo die beiden offiziell, inoffiziell ja eigentlich schon seit 41 Jahren auch zusammen sind. Die haben sich auf dem Abschlussball von der Springfield High School kennengelernt. Wichtig ist, dass es am Ende den Kindern nicht schlecht geht. Aber ich denke doch, bisher haben ja auch Patty und Selma wirklich jeden Versuch unternommen, diese Ehe zum Scheitern zu bringen. Die tanzen ganz bestimmt, aber es gibt ja auch eine Folge, wo sie das so massiv versuchen und sie Homer nach einem Saw-Vorbild in diesen Keller sperren. Und dort macht Homer seiner Marge eine so rührende Liebeserklärung, dass sogar die beiden weinen müssen. Und ich glaube, wenn die beiden es nicht schaffen, sie auseinanderzubringen, dann wird das auch nicht passieren. Wer wäre denn dein neuer Wunschpartner für Marge? Bei Marge könnte ich mir vorstellen, vielleicht ja Mr. Burns, da, weil sie einfach so als Mutti und Muttertier ja will auch, dass es der Familie gut geht. Mhm. Ne? Da sind sie dann finanziell abgesichert. Ned Flanders vielleicht, weil sie ein bisschen was Emotionales braucht. Und deine Wunschpartner für Homer? Ist da was möglich? Da Homer es ja manchmal ganz gerne auch ein bisschen schmutzig mag und Marge da nicht immer so mitzieht, wäre natürlich Miss Krabappel eine mögliche Partnerin. Wobei wir natürlich bei Frau Krabappel auch nicht so genau wissen, wie das mit dem Schicksal so weitergeht. Schätzungsweise wird sie ja gar nicht mehr da sein. Ganz genau haben wir jetzt so viel verraten? Ich glaube nicht, das weiß man schon. Also deswegen, ich kann mir Homer eigentlich höchstens mit dem Dönerspieß vorstellen. Und deswegen glaube ich auch, dass es nicht endgültig sein wird. Vielleicht wird Homer aber auch noch schwul. Ja, ich glaube, dann würde es aber definitiv Mo sein, weil er da einfach an der Quelle sitzt. Ich glaube, es wird ganz herzschmerzlich. Das denke ich auch. Und ich glaube, eine der schönsten Liebeserklärungen der Filmgeschichte ist wirklich immer noch die, die Homer an seine Marge gemacht hat. Und die war: Marge, du findest immer das Zuckerkorn in dem Salzfass, das ich bin. Und das finde ich so rührend und am Ende wird das wieder daraus hinaus. Hat er das gesagt, nachdem ihm der Wachsstift aus der Nase gezogen ist und er wieder einen höheren IQ hatte? Oder ist ihm das vorher eingefallen und er hat gar nicht gemerkt, was er da für große Poesie Ja, wahrscheinlich. Das war der Moment, wo das Äffchen an seinem Kopf mal ganz kurz aufgehört hat zu klatschen. Da hatte er einen klaren Moment, hat das gesagt, dann hat das Äffchen weiter geklatscht. Aber solche Momente wird es ja immer wieder mal geben, denke ich.